Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Thema Kosten- und Preistheorie. Diesmal geht es um die Preisfunktion. Wir haben hier jetzt beispielsweise eine lineare Preisfunktion, wie sie häufig gegeben ist. Es gäbe dann noch die Variante eines konstanten Preises, aber da gibt es im Prinzip nichts darüber zu sagen, außer dass ich einen fixen Preis habe und das war's. Wenn ich eben so eine lineare Preisfunktion habe, dann habe ich sowohl eine Nullstelle als auch eben hier einen Schnittpunkt mit der y-Achse. Und diesen Schnittpunkt mit der y-Achse nennt man Höchstpreis. Das heißt, der befindet sich immer hier auf der y-Achse. Dieser Schnittpunkt ist der Höchstpreis. Währenddessen die Nullstelle, die die Preisfunktion hat, diese nennt man dann Sättigungsmenge. Was kann ich mit so einer Preisfunktion sonst noch anstellen? Ich kann Erstens einmal sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, dass die x-Achse hier immer die Einheit Mengeneinheit hat, währenddessen die y-Achse immer Geldeinheiten pro Mengeneinheiten sind. Das heißt, hier geht es um einen Preis pro Stück. Wenn ich jetzt zu so einer Preisfunktion noch zusätzlich die Durchschnittskostenfunktion einzeichnen würde, dann habe ich die Möglichkeit anhand dieser beiden Funktionen und der Schnittpunkte dieser beiden Funktionen herauszulesen, an welcher Stelle meine Gewinnschwelle und an welcher Stelle meine Gewinngrenze ist. Denn diese beiden Funktionen sind ja quasi das Pendant zur Erlös- und Kostenfunktion nur auf Pro-Stück-Basis. Das heißt, meine Erlösfunktion sagt mir, wie hoch meine gesamten Einnahmen sind, meine Preisfunktion sagt mir, wie hoch meine Einnahmen pro Stück sind. Und meine Kostenfunktion sagt mir, wie hoch meine Kosten insgesamt sind, wenn ich eine bestimmte Stückzahl produziere. Währenddessen meine Durchschnittskostenfunktion sagt mir, wie hoch meine Kosten pro Stück sind, wenn ich eine bestimmte Stückzahl produziere. Und somit ergeben die Schnittpunkte aus Preisfunktion und Durchschnittskostenfunktion ebenfalls die Punkte, an denen die Gewinnschwelle bzw. Gewinngrenze liegen. Das war's zum Thema Preisfunktion. Ihr findet die Unterlagen dazu wie immer auf matago.at und noch viele weitere Videos zu diesen und anderen Themen. Bis zum nächsten Video.